Ja, Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Mount & Blade Warband. Und ja, ich habe mir übrigens den Closed Beta Key mal angeschaut von ja, Bannerlord und dort ist leider nur der Multiplayer zu spielen, das heißt Singleplayer ist dort gar nicht vertreten. Deswegen werde ich wahrscheinlich zu Bannerlord jetzt keinen Content machen können, noch nicht. Deswegen warten wir einfach bis zum Ende des Monats und ja, vielleicht werde ich noch was machen. Das weiß ich aber noch nicht. Ich möchte nichts versprechen, das mache ich in der Lust und Laune. Aber Warband wird auf jeden Fall noch kommen. Da bin ich momentan auch ziemlich heiß. Und ja, macht auch wirklich sehr viel Spaß. Ich habe ja schon gesagt, dass wir hier demnächst mal in die Tundra gehen. Ich denke, das nennt man Tundra. Und ja, im Trupp haben wir hier wieder einen Fußsoldaten, den wir auch aufleveln können. Aktuell haben wir, na, 249 Dineros. Also ein bisschen Geld haben wir. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Banditen hauen, damit wir unsere neue, ja, unsere neue, ich glaube, ja, Generälin, wie auch immer, auf jeden Fall müssen wir Katrin hier ausrüsten. Und das geht natürlich schlecht ohne Ausrüstung. Deswegen müssen wir hier erstmal was finden. Feind in Sicht. Okay. Da haben wir Plünderer. Oh, das ist sehr gut. Dann gebt euch oder sterbt. So. Hier werden wir wieder einfach angreifen, weil ihr wisst ja, ne, die Banditen, die haben gegen uns eigentlich keine Chance. Also die, ja, die zerdeppern wir ganz einfach. Da vorne kommen sie auch schon. Gar kein Problem hier. Oh, der ist ein bisschen. Hey, was soll denn das? Sag mal. Sag mal. Ja, sag mal hier. Ja, habt ihr jetzt so gedacht, ne? Ah, ich hab den sogar getroffen. Aber nicht sonderlich. Sondern nicht gut. Also wir treffen sie schon, aber mein Bogenschaden ist, denke ich mal, so schlecht. Na, aber es geht schon. Hier kann man gut üben. Ihr seht schon, der Schaden von meinem Bogen ist nicht sonderlich toll. Okay, jetzt kommen sie da. Aber da die nur mit Steinen werfen, ist das okay. Das stört mich jetzt nicht wirklich. War jetzt nicht sonderlich der epische Kampf. Oh, ein Nordjäger wurde sogar verwundet. Aber es sind auch 29 Gegenstände. Erlaubt euren Gefährten Ausrüstung aus euren Warenlager auszuwählen. Ja. Eure Gefährten werden automatisch Gegenstände auf der Basis der ausgewählten Ausrüstungseinstellung aus dem Lager nehmen. Nee, ich werde mal. Genau. Bisherige Einstellung. Also, was wollen wir ihr geben? Was soll sie werden? Also, ich würde sagen. Das ist eine gute Frage, eigentlich. Pfeile würde ich sagen, einen Bogen und dann noch Einhänder und ein Schild. Machen wir es einfach so. Dann kann sie sich so im Nahkampf so ein bisschen verteidigen und vor allem ist sie dann auch im Fernkampf aktiv. Rüstung verbessern. Genau. Und Pferd verbessern will ich noch nicht machen, weil ich möchte ihr gerne selber ein Pferd geben. Und Rüstung verbessern mache ich lieber auch selber. Weil ansonsten klaut sie mir die ganzen guten Sachen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ja, das machen wir so. Und ja, führt die Aufrüstung durch und inspiziert die Gegenstände und Waren am Lager hier. So, ein bisschen was haben wir hier. Ich würde sagen, wir nehmen einfach ein bisschen was mit hier. Muss nicht viel sein. Das reicht. Vielleicht noch ein Helm. Ich weiß halt nicht, na, wie viel sie jetzt da mitgenommen hat. Deswegen. Lasst eure Gefährten alle Gegenstände nehmen und zieht weiter.
Ja, genau. 79 Dinar, einige Soldaten können befördert werden. Der Nordfußsoldat und ein Rekrut. Ja, ich würde sagen Fußsoldat wieder. Und hier können wir sogar einen noch, zwei sogar jetzt verbessern. Ja, würde ich sagen, machen wir jetzt auch mal. Und wir können selber auch wieder uns aufwerten. Ja, Stärke nehmen wir. Und ein bisschen mehr aushalten ist eigentlich nie verkehrt, würde ich sagen. Und jetzt würde ich sagen, ja, Bogenschießen. Weil Einhandwaffen skill ich eh genug, da komme ich schnell genug höher. Das ist nicht so wichtig gerade. Außerdem kostet das sehr, sehr viele Punkte. Und ja. Dann könnten wir jetzt eigentlich langsam mal loslegen. Beziehungsweise, ich möchte mal kurz mit der Katrin reden. Und ja, die hat sich schon gut ausgerüstet hier, muss man sagen. Also sie hat sich schon ein paar nette Sachen genommen. Oh ja. Nee, Quatsch, das ist ja meine Ausrüstung. Scheiße, nein, hier. Da ist sie und die hat sich ja gar nichts genommen hier. Seht ihr das? Das hat ja gar nicht so gut funktioniert. Egal, dann geben wir jetzt was Schönes. So, das habe ich nämlich schon geahnt, deswegen habe ich ein bisschen was mitgenommen für sie. Ja, so viel mehr kann ich jetzt gar nicht geben. Was hat sie denn hier? Ein einhändiges Schwert hat sie sich genommen anscheinend. Oder vielleicht hast du das auch schon vorher. Und da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Damit die so ein bisschen stärker wird. Die sieht zwar jetzt ein bisschen merkwürdig aus, aber das stört mich nicht. Jetzt müssen wir mal eben kurz, gehen wir mal zu Raivadin und ja, schauen mal, was wir da so verkaufen und kaufen können. Dann kaufen wir jetzt auch ein schönes Pferd für sie. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob ich ihr ein Pferd geben möchte. Dörfler gegen Deserteure. Da helfen wir. Den Dörflern zu Hilfe kommen. Das machen wir natürlich. Na, wenn ich jetzt Befehle gebe, ich weiß nicht, ob die alle, doch, die hören alle auf mich. Sehr schön. Wir werden jetzt erstmal hier bleiben und gucken. Oh fuck. Die scheinen. Die haben echt. Ich weiß nicht, ob die nice Pferde haben. Das sah gerade so aus. Aber. Sag mal. So stark sind sie auf jeden Fall nicht. Könnte aber auch an unserer Rüstung liegen. Ah, scheiße, ey, dieses Gebiet hier. Das ist richtig, richtig Cancer gerade. Na, seht ihr das hier? Na. Ah. Nee, dafür ist das Ding nicht. Ah, schießt nicht weit genug dafür. Oder ich ziel nicht gut genug, sagen wir es so. Vielleicht kann ich gut genug zielen dafür. Aber der hat schon nette Ausrüstung hier. Seht ihr das? Der hatte schon echt hier. Oh ja, der hat auch eine dicke Rüstung hier. Also, wenn wir Glück haben. Ja, er hat 3 Hits ausgehalten, ey. Das ist ganz schön übel hier. Ah, fuck. Die haben auch meine Truppen soweit aufgemischt. Oh, ich hasse diese Gegend hier. Mit Pferd ist das ja richtig, richtig ätzend. So. Endlich. Einen dicken Hammer noch. Der hat wieder diese Eisenrüstung hier.
Und ich muss natürlich noch ein bisschen das Kämpfen üben. Ich habe ja lange nicht mehr gespielt. Und doch, da sind die Bauern. Also, es sieht schlecht für ihn aus. Ich jetzt die Frage, wie er sich anstellt, aber nee, das schafft er nicht. Und er ist down. Sehr schön. Boah, der war ganz schön krass. Der Kampf war, ne? Aber keine Verluste von uns, das ist gut. Vielen Dank für eure Hilfe. Wir haben hier 3 Ansehen bekommen, 4 Moral und wir haben sogar unsere Beziehungen zu Königreich Schwadien verbessert. Und wir können ja sogar einen Gefangenen nehmen, allerdings geht das nicht. Da wir ja keine Gefangenen nehmen können. Das will ich noch skillen. Und jetzt würde ich sagen, erstmal inspizieren. Und, 30 Schwingen. Oh, das ist nett. Das ist nett. Den nehmen wir. Der ist richtig nice, weil ich hasse diese Stechen, diese Stoß. Ja, und das mache ich ab und zu mal. Das mag ich nicht. Und hier haben wir 36. 6, das ist gut für Katrin. Und dann würde ich sagen, nehmen wir ihr auch noch einen Schild mit. Also da können wir jetzt einfach mal sagen, dass sie das, sage ich mal, sich da anschauen kann. Dann kann sie sich was nehmen. Ja, erlaubt euren Gefährten, 25, inspizierte Gegenstände. Irgendwie hat er, glaube ich, was zurückgelegt oder so. Ich weiß es nicht. Das wäre merkwürdig. Gut, das haben wir hier alles gemacht. Rüstung verbessern. Ja doch, wie soll die Rüstung verbessern? Hat sie das gespeichert? Jetzt hat sie das gespeichert. Genau, jetzt macht es auch, okay. Habe ich wahrscheinlich da nicht gesehen gehabt. Okay, gut. Den Rest möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Also wir können ja 3 Sachen mitnehmen, den Rest brauche ich nicht. 99 Dinar. Und da sind die Dörfler, die haben wir gerettet. Ich dachte erst, das wäre hier von der Tundra. Aber nie waren sie nett. Deswegen gehen wir mal eben kurz verkaufen jetzt noch, bevor wir zu den nächsten Banditen gehen. Beziehungsweise wir können ja auch mal fragen, ob hier vielleicht jemand Hilfe braucht, weil jetzt am Anfang gerade ist es gut, ein paar Freunde zu machen. Und ne, bevor wir dann in die große, weite Welt gehen, ich habe jetzt hier, wie gesagt, nicht... Super. Und der hat auch richtig schön viel Geld. Das ist übrigens ein großer Vorteil vom Floris-Mod. Ne? Normalerweise haben die nicht so viel Geld und das ist wirklich scheiße. Und Alter, das spielt 13 Minuten fast. Ich spiele so unglaublich gerne Warband, das glaubt ihr gar nicht. Das ist einfach so ein Suchtspiel. So ein richtiges Suchtspiel. Wir müssen uns jetzt noch ein richtig schönes, einen richtig schönen hier kaufen, weil das Maultier ist jetzt nicht so wunderbar. Wir brauchen so einen schönen Kettenhengst, ja? Und der ist aber allerdings ziemlich teuer. Wie ihr seht hier, die richtig, richtig tollen Sachen kosten richtig, richtig viel Asche. Und deswegen, da müssen wir noch ein bisschen sparen, sehe ich gerade. Das lohnt sich jetzt einfach nicht, ja. Da müssen wir auch realistisch sein. Beziehungsweise gehen wir dann erstmal zum Gildenmeister hier. Und ja, ich hoffe mal, dass ihr Warband genauso schön findet wie ich. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel mit einer wundervollen Atmosphäre, wenn man sich mit dem Spiel so ein bisschen anfreunden kann. Ich meine, es ist wirklich clunky. Die Grafik, die ist nicht die neueste. Aber das Spielprinzip ist einfach richtig schön und ne, das hat einfach was. Das Spiel hat einfach was. Da kann man so richtig schön abnerden. Und mir gefällt das richtig gut. Und hier Anfang der Woche einige Reisen auf der Straße nach unten. Wir haben gehört, dass Anfang der Woche einige Reisende auf der Straße nach Ulburban von Deserteuren angegriffen wurden. Wir möchten, dass wir die beiden... Okay, das machen wir später. Ich werde mal eben kurz was gucken, weil ich weiß nicht, ob das hier bei dem war. Ich werde mal eben was sehen. Nee, okay, wir haben den Auftrag gar nicht. Das war bei einem anderen Spielstand. Ich musste das ja einmal resetten. Ich gehe da geistig, ne? Habe ich jetzt nicht ganz durchgeblickt, ob das hier schon war. Weil da hatte ich mich auch so einen Auftrag angenommen. Und wir können den auch annehmen. Allerdings sind Deserteure relativ stark. Deswegen würde ich sagen, dass wir das erstmal lassen. Und unsere liebe Frau Katrin, die übrigens mittlerweile ganz gut aussieht, ne? Die sieht schon ordentlich aus hier. Hat eine ordentliche Rüstung hier, hat gute Moral. Das sieht doch wunderbar aus. Und ja, hat sich auch hier noch die Pfeile eingesteckt. Also funktioniert anscheinend. Ein Pferd möchte ich hier aktuell nicht geben.
Und ja, ich könnte mal den Jagdbogen geben eigentlich. Ne? Ich persönlich brauche jetzt nicht unbedingt einen. Hier, plus 4 Schaden. Das ist hier plus 10 Schaden, würde ich ihr die mal eben geben. Ne? Also, da können wir uns auch ein bisschen um sie kümmern, dass sie halt in der Lage ist, sich auch zu wehren. Das ist schon in Ordnung. Können auch ein bisschen was eigentlich kaufen dafür. Aber wir können auch erstmal kurz ein bisschen chillen. Einfach hier mal kurz 3 Dinar pro Nacht ein bisschen entspannen. Und ja, uns mal Gedanken machen, was wir denn gleich tun. Und zwar hier vorne werden wir mal ein bisschen rumreisen und gucken, wo hier die Banditen leben. Weil die Banditen, die machen immer so ein, ja, so ein Lager, ne? Und wenn wir das Lager finden, können wir in der Nähe immer Banditen jagen. Aber die Banditen sind echt heftig. Also die Banditen, die wir gleich jagen werden, die sind eine ganz andere Hausnummer. Und die sind so auf dem Level von den Deserteuren eben. Und deswegen müssen wir da auf jeden Fall vorbereitet sein und dürfen nicht einfach hier ne, blindlings rein. 100, 100, okay, alles ready. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Wir könnten vielleicht die. Ah, nee, wir haben keine Fußsoldaten mehr. Ich meine, keine Dings mehr, keine Bauern. Weil die Bauern, die würden da zerfleischt werden. Und hier ist ein Feind in Sicht. Das ist gut, dass ich diese Meldung habe. Und hier haben wir 10 Plünderer. Das ist gut. Die holen wir uns. Nackte Leute, die können wir auch mal eben kurz abziehen. Das machen wir immer gerne. Ne? Wer zieht in der freien Wildbahn nicht gerne nackte Menschen ab? Weil die auch so viel haben. Was man abziehen könnte. Aber ja, ich habe jetzt keinen Bogen mehr. Ist nicht schlimm. Wenn wir einen finden, dann. Wieder sind wir hier das Highlight. Und wenn wir ein richtig tolles Schlachtross haben, wird das noch besser. Da freue ich mich schon drauf. Alle abgezogen hier. Und 118 sogar. Sehr schön. Mal sehen, vielleicht haben wir ja sogar einen Bogen gekriegt hier. Nee, kein Bogen. So ein bisschen was zum Verkaufen. So 92 Dinar. Sehr schön. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen suchen, weil ich weiß, wie gesagt, nicht, wo die sind. Das kann hier überall sein. Königreich Schwaden und Republik Rodok haben Frieden geschlossen. Oh, schön. Nicht-Angriffspakt zwischen Rodok und den Nordmännern. Und Vaegia und Sultanat haben einen Nicht-Angriffspakt, okay. Eigentlich für mich gerade uninteressant, weil ich sowieso hier am Roamen bin und ich am Jagen der Banditen bin. Das interessiert mich gerade eher, wo die sind. Und ich sehe sie einfach nicht. Ne? Also. Oh, da haben wir einen Feind. Da sind sie, die Tundra-Banditen. 10 Stück. Das klingt gut. Das klingt nach einem Feind, mit dem wir es aufnehmen können. Meine Klinge werde ich euch spüren lassen, lumpiges Gesindel. Ihr seht schon, die haben so ein bisschen bessere Ausrüstung. Es kann sein, dass die Pferde haben. Ich bin mir nicht sicher. Das werden wir gleich rausfinden. Wir werden die erstmal hier hinten so ein bisschen aufstellen. Und nein, sie haben keine Pferde. Aber ich habe ein Pferd. Das heißt, ich werde sie erstmal aufstellen hier. Okay, ich werde jetzt angreifen. Mischt die wieder ganz gut auf. Die können halt, wie gesagt, auch Pferde haben. Au. Okay, sie mischen mich auf. drückt Ende und kann man, genau, kann ich die Kameramodi hier so ein bisschen wechseln. Ich weiß gar nicht, wie man sich hier nach. Ah, nee, das war Muting gerade.
Und mal sehen, was hier kommt. Ob sie es schaffen. Bisher sieht es gut aus. Bisher sieht es sehr gut aus. Ah, ne, einer ist down. Komm schon. Ne, der eine, der schützt sich die ganze Zeit. Total Banane, aber wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, obwohl hier ein Erfahrener ist leider gestorben, zwei verwundet. Ich wurde verwundet. Nicht cool. Aber, ja, wenigstens haben wir hier ein bisschen Ausrüstung bekommen. Und wir haben sogar 14 Schaden, scharfe Pfeile, die benutzen wir jetzt. Die andere hat ja schon. Dann haben wir hier noch ein, ja, Widerstand 11 Schild. Ich würde sagen, den nehmen wir. Der sieht gut aus. 13 Beinschutz. Nö, haben wir schon. Ja, nicht so interessant. Kann man hier verkaufen. Aufrüstung und lasst euer Gefährten nehmen. 234. Und wir können Beförderungen hier machen. Also einmal habe ich hier eine Beförderung, beziehungsweise gelevelt. Dann können wir die auch nochmal weiterbilden. Hier Nordbogenschütze. Und die werden jetzt alle besser. Es ist ja auch sehr simpel bei den Nord, ja. Und das mag ich eigentlich, dass es relativ übersichtlich ist, das Ganze. Und ja, mal selber gucken hier. Da genau haben wir wieder einen Punkt. Da können wir die Schlagkraft erhöhen oder Athletik etc. pp. Gerade bin ich sehr viel auf dem Pferd, deswegen brauche ich das nicht. Ich würde mal sagen, Wendigkeit machen wir jetzt erstmal. Und ich nehme einmal Schlagkraft mit. Und dann Bogenschießen, obwohl ich momentan keinen Bogen verwende. Aber ihr seht ja, ich level Einhandwaffen ziemlich gut. Deswegen lohnt sich das einfach nicht, darauf zu gehen. Bogenschießen hingegen mache ich nicht so häufig. Deswegen, da ist es sinnvoller, denke ich, die Punkte reinzusetzen. Und da haben wir das Lager der Tundra-Banditen. Das werden wir noch ausheben. Merkt euch meine Worte. Mark my words. Die werden wir hier noch uns holen. Aber jetzt werden wir erstmal kurz nach Kudan gehen. Oder Kudam oder wie auch immer das Ding heißt. Und ihr seht schon, die werden teilweise richtig stark hier. Die haben also teilweise 42 hat es gerade gekostet übrigens, unsere Armee. Die werden teilweise wirklich stark. Also die werden richtig groß bei Floris. Die werden richtig, richtig mächtig. Und später hat man bei Floris, sage ich mal, noch einen weiteren Endgame im Aspekt. Weil hier gibt es ja auch ein Endgame. Da gibt es ja in jedem Spiel. Irgendwann ist man halt mächtig. Irgendwann ist man groß. Irgendwann hat man einfach so, ne, die Power, sage ich mal, es mit vielen aufzunehmen. Und genau dann kommen auch die ins Spiel, weil dann gibt es da irgendwie auch so Helden und was weiß ich. Ich weiß nicht, ob das mit meiner jetzigen, mit dem jetzigen Klassensystem funktioniert, aber das Neue ist mir einfach zu unübersichtlich. Ne? Aber die sollen schon ziemlich stark werden nachher. Deswegen mal sehen. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich überlege gerade. Wir können ja mal nach einer Quest fragen. Das ist, glaube ich, nie verkehrt. Da ist auch der Gildenmeister. Ein Auftrag. Sucht nach einer Tatsuche jemand, der zum Schutz einer Karawane. Da kommt drauf an, wohin? Nach Yelkala. Nach Yelkala, nee. Yelkala gerade nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen weiter weg. Yelkala. Das war, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, hier hinten irgendwo. Oder? Nialen, da, Yelkala doch da. Also ist ziemlich weit. Da möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz hinreisen. Deswegen werden wir jetzt erstmal gucken, dass wir unsere Verletzungen hier. Ich muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, ne? Weil habt ihr eben gesehen, die ziehen mich jetzt mittlerweile ganz schön gut ab. Und wir, ja, müssen jetzt erstmal entspannen. Das machen wir jetzt auch. Erstmal ein paar Tage hier Nugget chillen und dann können wir gleich losgehen. Übrigens, die Katrin levelt irgendwie gar nicht, ne? Was haben wir denn hier eigentlich? 21 und da vorne haben wir. Na, da möchte ich doch lieber nicht hin. Aber wir können mal gucken, wie weit wir jetzt schon geheilt sind. Na, das geht. Also einen Tag, würde ich sagen, warten wir noch. Weil nachts möchte ich jetzt eigentlich nicht losgehen. Dann können wir hier nochmal Tundra-Banditen angreifen. Aber hoffentlich finden wir eine passende Größe, sage ich mal. Damit wir hier nicht völlig überwältigt werden.
Da sind 20. Ja, 20 sind mir ein bisschen zu viel. Aber ihr seht schon, ne? 20, 21, das ist ziemlich übel. Und die ziehen halt hier auch die ganzen Bauern ab. Im Standard-Game sind die halt nicht so stark, finde ich. Da kann man die ruhig mal ein bisschen vernachlässigen. Aber hier... ja... 21, oh oh. Das ist wieder der 21er. Oh, 12 klingt gut. Oh nein, 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 nein. Die können sich nämlich auch zusammenschließen, das ist nicht cool. Aber den 12er können wir theoretisch uns holen. Da. So, meine Klinge werde ich euch spüren lassen, lumpiges Gesindel. Und das machen wir auch. Diesmal werden wir sie vorne warten lassen, beziehungsweise hier werden wir sie mal aufstellen. Und die sind wieder zu Fuß, das ist gut. Ich hatte nämlich auch schon welche, die hier beritten waren und die sind richtig übel. Also die sind echt gefährlich. Wir haben jetzt zwar eine kleine Truppe, wir müssen die auch ausbauen. Also ich werde gleich ein paar Bauern holen. Wir werden wahrscheinlich erstmal die Nordmänner nehmen. Auch wenn ich persönlich die Bogenschützen von denen jetzt nicht ganz so geil finde. Wir können ja auch ein bisschen durchmischen eigentlich. Ja... okay, wir greifen an. Beziehungsweise ich greife an erstmal. Habe jetzt auch einen besseren Schild hier. Dank meinen Kameraden. Oh fuck. Ah fuck. Ich lasse meine Leute erstmal reingehen. Ansonsten kriege ich hier aufs Maul. Na gut, die werden jetzt ganz schön aufgemischt hier. Aber das ist besser, wenn ich nicht, sage ich mal, so aggressiv bin. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wir haben gewonnen. Das ging etwas smoother, ne? Das ist besser geworden. Das ist auf jeden Fall besser wie vorher. Also ich darf nicht immer so aggressiv sein. Und muss auch ein bisschen warten und vielleicht die Situation mal ein bisschen besser einschätzen. Wir haben keine Verluste, nur die Katrin hat aufs Maul bekommen. Das ist in Ordnung. Die kann das ab. Erstmal gucken und da haben wir hier Wurfdolche und einen Kriegsbogen. Leider brauche ich da Bogenzugkraft 3. Also gibt es jetzt doch eine Sache, die ich noch skillen muss. Und die nehmen wir mal mit. Den geben wir der Katrin. Ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt geskillt hat, aber ich hoffe. Ansonsten muss ich gleich mal gucken, was wir mit ihrer Skillung machen, weil ich habe ganz vergessen, dass man ja für die richtig tollen Sachen da auch ein bisschen was skillen muss. Ja gut, ein bisschen was möchte ich aber ja verkaufen hier. Stangenwaffe. Wobei, den lassen wir mal drin, ne? Vielleicht brauchst du den. Glaubt an Gefährten, genau. Einmal Aufrüstung und dann geht's weiter. Und 285. Und sie hat ein Level Up. Richtig nice. Jetzt können wir auch mal ein bisschen nachgucken, wie sie so drauf ist. Also was sie für eine Spezialität hat, ne? Damit wir das auch so anpassen können. Also sie ist im Reiten gut. Nein. Sie ist im Reiten gut und die Vorratshaltung ist gut und Inventarverwaltung. Sie ist ja so ein bisschen passiver hier. Das heißt, wir müssen mir auf jeden Fall noch so ein bisschen Bogenschießen reinmachen. Also sie hat auch viel Wendigkeit, also das kann sie auf jeden Fall machen. Ja, genau, das hat ja hier mit dem Bogenschießen zu tun, genau. Die Bogenzugkraft bräuchte sie da. Hier vorne, da. Da würde ich sagen, das skillen wir entweder oder wir machen die Gefangenenhaltung, weil da können wir wirklich ein bisschen Cash machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das bei ihr machen möchte. Wir müssen vielleicht noch einen zweiten General dann holen, der das abdeckt. Deswegen, ich würde eigentlich sagen, dass sie mal die Bogenzugkraft bekommt hier, damit sie halt auch ein bisschen kämpfen kann. Wobei, eigentlich brauchen wir brauchen mehr Cash. Mehr Cash, mehr EP kriegen wir dann, bla bla bla, weil wir halt auch besser kämpfen können, sie bessere Ausrüstung bekommt, das bringt ja auch was. Also ich würde sagen, erstmal Gefangenenhandhabung vielleicht.
Ah, dann machen wir es bei einem anderen. Also Wundbehandlung würde ich sonst sagen. Das bringt uns auch was, ne? Wir sind schneller wieder einsatzfähig. Wir machen hier Bogenschießen nach oben. Genau, das können wir erstmal so machen. Dann nehme ich die Wendigkeit hier. Dann lassen wir das erstmal so. Ja, ich denke, das machen wir so. Das ist in Ordnung. Dann ist es erstmal egal, was wir ihr geben. Da muss ich mir noch Gedanken zu machen. Das mache ich nicht jetzt. Nordkrieger können wir jetzt sogar hier. Ui. Uiuiui. Jetzt haben wir hier Nordkrieger. Und die sehen schon richtig solide aus. Also die haben schon eine ordentliche Kettenrüstung hier. Und die haben auf jeden Fall schon ordentlich Power. Und ja, jetzt können wir auf jeden Fall so ein bisschen mehr anwerben hier, würde ich sagen. Wir holen uns noch ein paar Bauern. Und ja, dann müssen wir auf jeden Fall noch beliebter werden. Ach, nee, wir haben noch das eine Dorf, wo wir beliebter sind, ne? Hier, Quinn. Quinn. Weiß es, glaube ich. Also wird es, glaube ich, ausgesprochen. Und Leute, ich habe schon wieder 31 Minuten hier. Ich muss jetzt wirklich einen Cut machen. Ich weiß nicht, das Spiel macht so unglaublich süchtig. Meine, ja, Waffenstillstände sind hier beendet. Das macht so unglaublich süchtig. Ich spiele viel zu lange. Ich nehme viel zu lange auf. Ich will eigentlich kürzere Episoden machen. Aber ja, in diesem Sinne. 5 Nordrekruten. Ja, nice. Her damit. Und euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Und ja, in der nächsten Episode werden wir hoffentlich noch ein paar Banditen mehr auf die Nüsse hauen. Beziehungsweise auf die. Damit meine ich jetzt nicht die unteren, sondern ne, auf den Kopf meine ich. Werden wir auf die Schnude hauen. So, das klingt besser. Und ja, mal sehen, was wir da so anstellen werden. Auf jeden Fall schon eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und vielleicht können wir ja auch hier noch einen Auftrag machen. Nein, die brauchen nichts. Okay. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal und tschüdelü.